Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblinstone. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Goblinstone Part. Ja, beim letzten Mal haben wir das Lager der Halblinge überfallen, haben unsere Ork-Freunde gerettet und sogar eine neue Klasse dazu bekommen, die Akolyten. Und die wollen wir heute ausprobieren. Und ich würde gern in das vorherige Gebiet nochmal zurückgehen, weil ich habe auf der Karte letztes Mal gesehen, dass wir hier so einen Unknown Scourge haben. Und das würde ich gerne überprüfen. Also ich habe da gerade eben schon einmal drauf geklickt. Und bei der Quest hier, also wo ich jetzt rein will, gibt es ein Party-Limit von 5. Ich habe mein Team schon darauf folgend angepasst. Und wenn wir das hier schaffen, dann kriegen wir einen richtig geilen Schild. Der wäre richtig nice für unseren Verteidiger. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wir kriegen so ein Hinterlist-Badge. Ich weiß nicht, wofür das ist, aber wir kriegen es. Also ja, wir haben jetzt einen Verteidiger dabei, einen Raider, einen Hunter, den Akolyten und den Schaman. Wir sind angepasst. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie der Akolyt sich aufs Team auswirkt. Ich konnte seine Fähigkeiten nicht so wirklich sehen beim letzten Mal, weil manchmal buggt das hier das mit der Maus. Also das ist euch ja auch oft aufgefallen, dass ich manchmal Goblins nicht auswählen kann. Jetzt kann ich wenigstens hier die Fähigkeit mal angucken. Ja, Spirit ist keiner da. Damit kann ich jemandem ein Schild geben. Alle Statuseffekte im Weg machen. Also es wäre auf jeden Fall wichtig, dass der Akolyt auch Spirit hat. Das habe ich verstanden. Range Attacks machen mehr Schaden. Oben lang. Hone their skills, for they will be tested. Oh, ich kann den Healing-Schand aufbessern. Ja, bitte. Brauche ich gar nicht lange überlegen. Okay, das macht das weniger kostet. Also, dass er weniger lang dann hinten steht. Aber der ist ja sowieso einfach nur als Support dabei, ne? Also kann er ruhig auch ein bisschen länger warten. Naja, ich gönne ihm dem einen Punkt. Ich mach mal den Charge auch besser. Okay, ich würde sagen, wir gehen unten lang. Dann können wir nämlich auch den harten Kampf vermeiden. Charge! Okay, ein Zombie schon mal geslowt. Konnten ihn damit auch gut einen runterhauen. Oh, die Dunkfalle. Ex! Den hier brauchen wir gerade noch nicht. Jawollo! Ja, das war irgendwo klar. Ich piek's einfach. Ich habe ihn gekrittet. Perfekt. Oh,
Warum kann ich das auch auf die Gegner machen? Ach, bei den Undeads kann ich stattdessen den Schaden dann verursachen. Aber mache ich überhaupt gut Schaden damit? Machen wir lieber den Schild. Es macht einen Schadensimmun. Armor ab. Brauchen die Armor, ja? Blute. Red mit dir. Manchmal leckt das Spiel auch, ne? Sacred Shield für dich. Hilf wahrscheinlich, bis der getroffen wird. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich dorthin gehe, eine gute Waffe bekomme, ne? Dann gehe ich nach der nächsten Folge dort Waffen farmen. Ich expose den da mal. Momentan ist keiner wirklich geschwächt. Okay, ich kann von denen auch die Effekte wegnehmen. Ja, verlieh mal deine Power. Okay, so ein Akolyt im Team ist ganz praktisch. Hau die eine runter. Aua. Okay. Exceptional skill. Mach ein Redor. Ja, genau, auf das habe ich gehofft. Komm. Ah. Ich wollte, dass es sich aktiviert. Heebie-jeebies. I love my easy. George. Ich liebe den Charge-Move. Nimm ihm mal seine Angriffskraft weg, dem Nekromanzer. Genau, geh mal nach hinten. Aua. Versuchen wir nochmal den Devious Shot. Vielleicht aktiviert sich diesmal die Falle. Danke. Bam. Ich habe ihn enthüllt. Und jetzt hau ich drauf. Da ist
Das war irgendwo klar. Ich finde es schön, dass manchmal ein Triple Shot draus wird. Muss mal ein bisschen heilen. Healing Prayer. Okay, meine Kameraden werden erst geheilt, sobald das rum ist. Tot. Ich expose mal den Zombie. Ah, das wäre wahrscheinlich wesentlich besser, wenn der Kamerad aus Spirit hätte. Also, er ist ein schlechter Akolyt, auf jeden Fall. So, Dungfalle. Ich kann noch mal healen. Komm. Jawollo. Was haben wir denn da Schönes gefunden? Crit plus 20. Das kriegt er. Ja, ich meine, mein Schild ist besser. Ja, ist ja auch. Mach ich lieber das Metal. So, ich wollte unten rum, ne? Na, da kann ich einen Goblin mitnehmen. Komm her, Spinnlein. Ich muss immer versuchen, von hinten reinzulaufen. Ich beschütze ich mit meinem Leben. Ich finde es gut, dass dieser Effekt bleibt, bis man angegriffen hat. Mal hier die Effekte weg. Sind mir zu negativ. Heilung unterwegs. In solcher Hinsicht lohnt es sich auch, die Leute ab und zu auf Tyrell zu machen, weil sie dann ja die doppelte Heilung bekommen. George! Fünf Spinnen und keine wurde gestunt. Jetzt gerade bereue ich, dass ich den Beastbane nicht dabei habe.
jetzt hör aber auf. Macht das auch Teilwert weg? Nee. Also kann ich diesen negativen Effekthagel wenigstens ein bisschen auskontern. Gut, nur bei den drei, wo es auch funktioniert hat, wurde es angewendet. Charge! Ja, eine Spinne wenigstens. Ich glaube, die wird sowieso am Gift sterben. Aber man slice den Dagger auf den, wenn es trifft, dann stirbt die auch. Das Gift ist so ekelhaft. Devious Shot auf ihn hier. Na toll. Es gibt das Gift, das nervt extrem. Ja, drei Spinnen auf einmal. Hier, Items wären ganz nett. Ich glaube, ich nehme den Jäger, falls da keine spezielle Fähigkeit dabei ist. Fit, max 7 Leben. Oder Gourmand. Ich finde ihn definitiv besser, allein schon hier wegen 7 Max Leben mehr. Das ist auch eine richtig geile Fähigkeit. Kann ich dadurch jetzt 6 dabei haben? Ist das erlaubt? Ja, ich darf jetzt wieder 6 dabei haben. Ich durfte nur nicht mit 5 anfangen. Wo will ich denn gleich lang? Ich würde sagen, ich gehe unten lang, dann kann ich mich noch ein bisschen harvesten. Dreh dich um. Dass die sich instant nochmal umdreht. Ja, so viel dazu, ne? Ich weiß schon, warum ich einen Heal haben wollte. Okay, eine Insta gekillt. Das ist sehr schön. Einfach erstmal gucken, dass ich so viele Spinnen wie möglich loswerde, wenn ich eh schon gebufft bin. Bei ihm finde ich nicht schlimm, wenn wir ihn verlieren. Weil der jetzige, den wir da haben, ist halt nicht wirklich gut. Also wir hätten halt wirklich eine wesentlich bessere Version haben können. Und nochmal den Boost. Ich glaube nicht, dass dieser Kampf lange geht.
Ich würde zumindest gern versuchen zu heilen. So, ich wollte unten rum. Weil unten rum kann ich dann noch ein bisschen Material mitnehmen. Wir brauchen Holz, damit ich auch den nächsten Galt hier haben kann. Potential is nothing without practice. Ich mach den stärker. Den Double Shot mache ich stärker. Ich glaube, ich mache den direkt nochmal stärker, den Double Shot. Dann macht er richtig viel Damage. So, und jetzt können wir uns natürlich das Zeug zum Mitnehmen. Immer noch ein bisschen Heilung auf Vorrat. So, Power plus 5. Das kriegt er. 20% Chance zu stun kriegt er. Und noch mehr Armor kriegt er. Ich will auf jeden Fall den harten Kampf vermeiden. Aber wir haben so oder so noch einen Bosskampf vor uns. Ach, gib mir doch mal den Surprise-Angriff. Wenigstens kein Nekromanzer. Er hat ja zum Glück ein bisschen mehr Max-Leben. Double Shot. Der macht ordentlich Schaden. Abneid mit euch. Ich an meinem Finger. Was hat er da für einen Effekt? Oh, den will ich schnell töten. Ich krieg dann bei allen Haste drauf. Nach hinten mit dir. Guter Damage. Okay, wir können ihn hier vorne ausschalten. Das heißt, wir kriegen jetzt erstmal Haze. Down with ya. Da hat er recht. Nope. Ja, da könnt ihr ruhig draufhauen. Hab eh einen richtig harten Schild. Ey du, ich zeig dir den Finger. Das war mein Finger, der macht. Ihn kann ich killen. Ich expose den, dann kann ich den eventuell hinrichten. Sollte nicht slow bekommen.
Zack. Excellent strike. Dunkel auf ihn. Brauche ich ihn nur treffen. Wenn die Falle hochgeht, dann tötet sie ihn auch. Aua. Nimm Schaden. Komm. Ja. Charge. Ich weiß, dass ich ihn hinrichten kann. Aber ich will noch mal einen Heal mitnehmen nach Möglichkeit. Und hier ist nämlich immer gut. So, da vorne kommt jetzt erstmal noch ein Event. Wir haben zweimal eine Heilung. Da können wir unsere beiden hier heilen, dann können wir das Lager gleich zum Stärken nutzen. Spoils of Skirmish. As the goblins chance upon the aftermath of a violent skirmish, the ground canvas of chaos is scattered with the remnants of battle. An intriguing assortment of weapons lies strewn about, each telling its own tale of war. Some rendered useless by in the clash, while others await new hands to wield them. The sight, aged and haunting, reveals its history to the scattered bones. Remnants of the Fallen Combatants. Ich will die Waffen. The Goblins sift through the mess to discover what treasures might still be salvageable. To their delight, they chance upon a weapon in pristine condition. A precious find amidst the aftermath of the skirmish. Ich habe eine Special Waffe bekommen. Oh, dafür ist die nicht besonders gut. Ist mehr, ich habe gesehen, dass die Power auch hoch war, aber dafür waren halt keinerlei Effekte drauf. Was ist denn das für ein Ding? Centipedes of horrific proportion. Vielleicht brauche ich den hier doch. Unusual voll, es hat mehr Power. Shattering blow. Oh, ich habe ihn gestunt. Exposing. Hey, Beijing Wing. Charge. Oh, der ist immun dagegen. Injuries mount. Aua, hat der viel Power. Und zugeschnappt. Was lieferst du denn so? Einmal Fleisch, vielleicht kann ich mich ja wieder hochheilen. Na, ich würde sagen, ist gut genug. Lohnt sich der Speed dann zumindest mehr. Da ist ein ganz besonderer Halbling. Will er sich noch umdrehen? Ich glaube nicht. This feral
Was ist denn das da für eine Riesenratte? Okay, er ist immun gegen Damage, solange es die Ratten gibt. Und die Ratten halten halt extrem viel auf. Die hier müsste ich, glaube ich, als erstes vernichten. Blute mal. Der kann den Abwehr geben. Dass die Gift drauf haben, ist auch nicht so geil. Auf jeden Fall die Ratte zuerst, weil die boostet. Die andere, die ist einfach nur da. Ist es nur immun gegen Schaden, der Typ? Hat er mich ausgelacht? Fight. Ach, der macht den Schaden noch mal runter. Ich glaube, das wären keine angenehmen Gegner. Ich weiß nicht genau, was die Aktion soll. So. Jetzt die richtige Ratte exposen. Jetzt haben die kein Schild mehr. Alter, die machen übelst viel Schaden. Ich glaube, ich werde den Kampf verlieren. Ich glaube, das hier setzt voraus, dass du einen Akolyten dabei hast, der die ganze Zeit die Effekte wegmacht. Sonst hast du ja gar keine Chance. Vergiss es, ich bin tot. Ich bin tot, da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Also der Kampf war einfach nur unfair. Das war wirklich einfach nur ein mehr als unfairer Kampf. Ah, ich kann zu einem Akolyten umändern. Diesmal hätte der dann auch wirklich wesentlich mehr Spirit. Warum kann ich denn schon zum Akolyten umändern, weil ich die Galt gar nicht habe? Okay, mehr kann ich nicht umwenden. Mir fehlt dazu das Zeug. Ja, wie gesagt, diese Ratten, die waren übermächtig. Was hätte ich gegen die machen sollen? Ja, wie gesagt, wenigstens haben wir zweimal neue Gene bekommen. Also wenn das immer so ist, dass dort so übermächtige Ratten sind, dann gehe ich da nicht mehr hin. Ja, guck mal, da ist dann dieser Rattenhändler immer. Den kriege ich doch gar nicht kaputt.
Ich würde dann einfach sagen, beim nächsten Mal gehen wir zu Greenhorse. Da kann ich dann auch Holz und so weiter sammeln. Da haben wir nur Menschen vor uns. Ja gut, Leute, ne? Ich hoffe an der Stelle, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet. Wahrscheinlich habe ich den Rattenkampf ein bisschen zusammengeschnitten, weil da war ich chancenlos. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.